Ja, Leute, heute zeige ich euch einmal, wie man einen Freewig bindet. In zwei, drei unterschiedlichen Ausführungen. Wir binden aber eins und ich erkläre ein bisschen was dazu. Ja, was wird benötigt? Einmal ein Haken. Hier in dem Falle ein Offset von Wuchin, LT Offset ist das. Der hat einen etwas längeren Schenkel hier oben vom Öhr. Ist schöner für den Köder. Dann können wir verwenden eine Gummiperle. Wir nehmen hier solche Kipper, das zeige ich euch gleich, was das genau ist. Oder anstatt einer Gummiperle können wir auch einen Gummistopper verwenden. Wir brauchen eine Schere, wir brauchen Fluorcarbon. Wir brauchen ein Gewicht, in dem Fall von Decoy die Sinker, in dem Fall jetzt die 5 Gramm Version, extra für Freewigs auch mit einem größeren Öhr und ein Köder. Ich habe hier den Smoking Dead von Neuke genommen in 3 Inch. So, dann fangen wir einmal an. Als erstes nehmen wir uns ein Stück Fluorcarbon von der von der Rolle ab. Im besten Fall, ihr habt euch das schon mit einem FG oder Eyewide-Knoten, wie auch immer, an eure Hauptschnur vorgeknotet, dann habt ihr das. Wir nehmen jetzt hier auch mal wirklich nur ein kurzes Stück. Schneiden uns das einmal ab. So. Dann geht's los. Als erstes nehmen wir uns das Gewicht. Und fädeln das einmal auf. Jetzt habt ihr das freilaufend auf euren Vorfach. So. Dann könnt ihr nehmen als Knotenschutz entweder die Gummiperle oder einen Stopper oder gar nichts. Ich finde es aber schöner mit einem Stopper. Eine Perle geht auch, aber kann auch ein bisschen den Lauf, Absinkphasen etc. beeinträchtigen. Deswegen nehmen wir jetzt hier mal einen Gummistopper. Dann ziehen wir mal ein bisschen rauf. Können wir nachher wieder hin und her schieben. Wenn man sie jetzt feucht gemacht hätte, wäre es ein bisschen leichter gegangen. Dann nehmen wir unseren Haken und binden den mit einem normalen Clinchknoten hier 3-4 Mal rum. Ich mache es jetzt hier mal nicht feucht, sonst eigentlich anfeuchten und dann das Ganze einfach richtig einmal festziehen. Schnurreste fein säuberlich abknipsen. Die kommen im Müll. So, dann schieben wir uns den Gummistopper wieder nach vorne als Knotenschutz. Jetzt ist hier natürlich das Blei abgegangen, weil hinten nichts dran ist. Wird im Normalfall ja nicht passieren. So. Jetzt noch den Köder eigentlich ran und dann wäre es das. Das wäre jetzt hier schon so das Freewig. Dann nehmen wir den Smoking Dead. Pieksen mittig rein und ungefähr da wieder raus. Schieben ihn bis auf den Haken rauf, drehen das Ganze und pieken ihn so. Jetzt haben wir ihn hier hinten durchgepikst. Haken ist verschwunden. Ja, und hätten ein bisschen weiter einpieksen können. Und das war es eigentlich schon. Das ist im Grunde das Freewig. Jetzt zupft ihr an, das Blei rutscht hier hin, fällt runter und der Köder macht seine Aktion hinterher. So, was ich zurzeit echt gerne nutze, weil das oft vorkommt bei den Wuchi LT Offset Haken jetzt nicht, weil die einen schönen langen Schenkel hier haben. Aber wenn ihr kürzere benutzt, reißen da die Köder gerne aus. Und da können wir so einen Keeper verwenden. Ich nehme den jetzt hier auch einmal raus.
nehmt ihr euch den hier raus. Und fädelt den auf den Haken rauf. Ah, der Köder ist hat Flower drauf, deswegen ist das ein bisschen rutschig gerade. So, und dann schiebt ihr den hier einfach oben unter. Dann kann er hier erstmal nicht mehr runterrutschen, auch nicht so schnell ausreißen. So, ist auch wieder drinne. Und dann habt ihr den so da dran. Jetzt hier noch ein bisschen weg. Wieder hochschieben. Und einwandfreies, der kann hier nicht ausreißen. Der Köder kann greifen. Also der kann hier einknicken trotzdem. Fisch kann haken. Also merkt man, die sind echt spitz. Also ein wunderbares Rig, was ich sagen muss. Fisch ist sehr viel. Ja, ich zeige euch jetzt hier nochmal ein, zwei kleine Clips, wo ich damit einen Barsch gefangen habe. Ja, was ihr wissen müsst, bei bestimmten Ködern, hechtsicher müsst ihr, wenn ihr hechtsicher, also hechtsicher geht es an sich nicht wirklich. Wenn, müsst ihr sehr starkes Fluor nehmen, aber wirklich hechtsicher ist es ja auch immer nicht. Erst ab einer bestimmten Stärke nachher, wo man dann, aber dann ist das auch alles viel zu steif. Das macht dann keinen Sinn mehr. Also ihr müsst wissen, dass diese Montage auch Hechte fängt. Also nicht da, wo stark Hechtbestand von Hecht groß ist, solltet ihr nicht unbedingt einen Freeweg dann verwenden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, gebt mir einen Daumen. Ja, bis dahin, euer Molle. Ciao.